Yes, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal auf dem Boden unseres Schlafzimmers, beziehungsweise noch Schlafzimmers. Wir sind nämlich gerade am Umziehen, deswegen ist irgendwie alles gerade ein bisschen stressig. Und mal so allgemein als Ankündigung. In den nächsten Wochen werde ich wahrscheinlich viel nur auf zwei Herdplatten kochen. Das heißt, ich glaube, so in den nächsten Wochen werden wir mal so versuchen, so One-Pot-Dinger irgendwie durchzuziehen, weil wir halt einfach noch keine Küche haben. Aktuell uns dann, beziehungsweise in ein paar Tagen, dann nur mit einer Doppelkochplatte und einem Kühlschrank auskommen müssen. Ist auf jeden Fall machbar. Wir haben halt keinen Ofen und nichts und deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das dann alles so in den nächsten Wochen sein wird. Ich lasse mir auf jeden Fall was Cooles einfallen für die nächsten Videos. Ja, auch was meine Streams angeht, werde ich jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich auch eher weniger machen können, weil wir da noch kein WLAN haben. Und ja, nur dass ihr immer so Bescheid wisst, was so allgemein abgeht. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, dass ich vielleicht mit dem Handy mal irgendwie streame, während ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Möbelstücke zusammenbaue. Wenn ihr sowas Bock habt, schreibt rein. Wird auf jeden Fall mal stressig, wird aber geil. Also ich freue mich da auch schon, wenn wir eine coole Roomtour machen in der neuen Wohnung, weil die ist echt toll. Ihr habt mir auf jeden Fall geile Fragen gestellt. Ich werde eure geilen Fragen beantworten mit der seelischen Unterstützung von Mai Gamoichi. Liegst du eigentlich da? Ist das nicht saumäßig unbequem? Nein? Okay. Wir fühlen uns wohl. Alles klar. So, die erste Frage von Angelina ist: Was isst du überhaupt nicht gerne? Sauerkraut. Sauerkraut, Leberwurst. Ja, Sauerkraut und Leberwurst mag ich überhaupt nicht. Mir fällt mir gerade wirklich nicht ein, aber ohne Witz, Alter. Puh, Marzipan mag ich auch gar nicht. Es gibt so Dinge, die mag ich einfach nicht und ich versuche die irgendwie zu mögen, aber also zum Beispiel grünen Spargel mochte ich früher überhaupt nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe mir überlegt, wie könnte ich grünen Spargel für mich geil machen? Und das habe ich gemacht und seitdem mag ich grünen Spargel. Aber mit Sauerkraut, damit kannst du halt einfach nichts machen. Das ist halt so eine Beilage und wenn die dir nicht schmeckt, dann schmeckt die halt nicht. Und Marzipan ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder mal probiere und versuche, gucke, ob es mir dann vielleicht schmeckt. Schmeckt mir auch immer noch nicht, aber man weiß ja nie, weil die Geschmacksknospen entwickeln sich immer weiter. Das kann ich euch nur als Tipp geben. Wenn ihr mal vor 10 Jahren vielleicht keine Zucchini möchtet, vielleicht wollt ihr das nochmal heute probieren, weil ihr es heute vielleicht lecker finden würdet. Und gebt ihm einfach eine Chance. Immer offen bleiben für neue Sachen oder auch für Sachen, die ihr schon mal probiert habt, wie gesagt. Ja, man macht sich selber auf jeden Fall das Leben um einiges einfacher und um einiges schöner damit, wenn man plötzlich einfach Sachen mag, die man vorher einfach nicht mochte. Oliver Janosch fragt: Wann hast du die Liebe zum Kochen gefunden? PS, bleib gesund. Auch Thomas. Ach, das ist lieb. Ich hoffe, du bleibst auch gesund. Beziehungsweise eigentlich hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt. Und wann habe ich meine Liebe zum Kochen gefunden? Ich glaube, so das erste Mal gekocht habe ich Pfannkuchen, wo ich eigentlich wollte, dass meine Mutter Pfannkuchen macht und sie war halt voll müde und hatte aber keinen Bock. Und dann habe ich halt gesagt, okay gut, dann mache ich die, aber dann musst du mir erklären, wie. Und dann hat sie mir quasi, saß sie nebendran, halber eingeschlafen, saß sie im Hundekörbchen bei den Hunden und hat mir dann erklärt, wie ich eigentlich Pfannkuchen machen soll. Und ich glaube, da habe ich es erstmal wirklich gekocht. Fand ich damals auch schon echt cool, hat mir auch Spaß gemacht. Aber so eine richtige Liebe zum Kochen habe ich tatsächlich erst mit so 17, 18 gefunden, als bisschen persönlicher jetzt, als meine Oma nicht mehr so gut ging und meiner griechischen und von der habe ich, die war für mich so die beste Köchin überhaupt, so klar, ist eine Oma. So, die hat aber auch früher tatsächlich, war die wirklich Köchin, also der ging es auf jeden Fall nicht mehr so gut und dann kam ich so in so ein Alter, wo das so interessant für mich wurde, das Kochen so. Ja, und dann hat sich das eigentlich so mit der Zeit einfach entwickelt und ich habe mich halt auch immer mehr versucht, dafür zu interessieren, was für das sie sich so interessiert hat und dann auch, als sie dann bei uns gewohnt hat am Ende, weil die hatte Parkinson, habe ich auch sehr viel gekocht und habe dann auch öfter mal das gekocht, was sie so mochte und dann hat sie sich dann auch öfter mal gefreut. Das war ganz süß. Mit ihrem Pasticho. Pasticho ist so ein griechischer Nudelauflauf und die hat irgendwie jeden Tag nach diesem Drecksnudelauflauf gefragt. Das war so geil. Ah, und niemand wusste warum, weil die das eigentlich so gut wie nie gegessen hat, aber irgendwie hatte die dann schon ein richtiges Craving dafür. Naja. Bubbles 2904 fragt: Kochst du jeden Tag solche lecker aussehenden Sachen oder ist das nur für die Videos? Also so richtig abgefahrene Sachen wie diese Baobans oder die Asia-Tacos mache ich natürlich eigentlich schon nur für Videos, weil das ist schon ziemlich aufwendig. Beziehungsweise zu bestimmten Anlässen würde ich das auch machen, aber so alltäglich mache ich natürlich ein paar simplere Sachen, wie meinen älteren Videos, Polenta, Pirudi, Kritaraki, diese Sachen, die mache ich auch alltäglich. Auch mal irgendwie so ein schönes Curry oder sowas mache ich auch oft selber oder den Stir-Fry habe ich auch selber. Chili sin carne, ich kann ewig so weitermachen, keine Ahnung. Tillmann HS fragt: Ist vielleicht eine Basic-Frage, aber was kochst du am liebsten? Das ist echt eine schwierige Frage tatsächlich, wurde ich bisher so noch nicht gefragt. Ich finde es geil, rum zu experimentieren. Also ich würde da gar nicht unbedingt ein bestimmtes Rezept nennen, das mir besonders Spaß macht, sondern eher so das Genre, es ist ein bisschen aufwendiger und frischer. Sowas wie diese Baobans und die Tacos. Das hat mir wieder so richtig, richtig einen Schub an Spaß gegeben beim Kochen wieder mal. Und das war echt geil, also darauf habe ich auch mehr Bock. Benutzer HD fragt: Entscheide dich, nur vegan, Vegetarier oder nur Fleisch kochen und wieso? Ich würde mich definitiv für vegan, Vegetarier entscheiden, weil Digga, nur Fleisch, Alter. Let's go Harnsäurenüberschuss, sag sie. Ja.
Oh, freust du Liebe? Ja, mein Hündchen braucht Liebe. Tim0805 fragt, mit welchen YouTuber möchtest du gerne mal ein Video machen? Yes, bitte mal mit Crispy Rob. Der Gute. Den habe ich tatsächlich schon mal getroffen. Der ist auch super, super entspannter Typ. Zweimal habe ich ihn gesehen oder dreimal auf irgendwelchen Partys, wo... Geile Story. Ich habe den irgendwie mal kennengelernt und habe aber den nur so ganz flüchtig mich mal vorgestellt. Auf einer zweiten Party habe ich mich dann nochmal vorgestellt, weil ich tatsächlich bei manchen Leuten einfach nicht differenzieren kann. Habe ich die jetzt schon in echt getroffen oder habe ich die nur in Videos gesehen? Wisst ihr, was ich meine? Weil man sieht die dann, also ich gucke jetzt seine Videos nicht regelmäßig, aber ich kriege halt öfter mal was vorgeschlagen von dem oder sonst was. Und dann gewöhnt man sich halt irgendwie so an das Gesicht und dann ist man sich am Ende dann doch nicht mehr sicher, habe ich den jetzt in echt schon gesehen oder nicht? Das war ein bisschen unangenehm. Vor allem gehe ich auch manchmal davon aus, dass die Leute sich dann auch nicht mehr unbedingt an mich erinnern, weil das halt einfach Partys sind, wo die viele Leute kennenlernen. Und ich bin halt einfach irgend so eine Olle, die da irgendwie rumläuft und sich dann halt mal vorstellt. Ja, und mit dem hätte ich auf jeden Fall mal Bock, ein Video zu machen. Der ist auf jeden Fall cool drauf. Auch wenn ich ihn jetzt nicht so cool kenne, er macht auf jeden Fall einen guten ersten Eindruck an der Stelle. Wenn wir jetzt auch noch ins Englische gehen würden, dann würde ich auf jeden Fall richtig gerne mit Sorted Food was machen. Aber das sind, wie gesagt, Briten. Malwanne finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja. Schneidest du deine Videos selber oder macht das Thomas? Wie oft muss ich diese Fragen noch beantworten? Ich schneide meine Videos selber, Leute. Ich schneide sie selber, ich kann das, okay? Ich bin heute noch Cutter für andere Leute. Ich habe Revi-Videos geschnitten. Ich habe Kidmake-Videos geschnitten. Warum weiß das niemand? Warum denken alle, dass ich das nicht kann? Ah. Tomatenkuchen fragt, Thomas macht ja viele Selbstexperimente. Welches würdest du danach machen können, versuchen wollen? Bio, habe ich kein Problem mit. Eine Woche Bio. Ich habe jetzt auch gerade so gar nicht im Kopf, was der schon alles gemacht hat. Das sind echt viele Sachen mittlerweile. Ja doch, das mit dem Bio würde ich am ehesten machen. Also eine Woche Fleisch bin ich halt raus, hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ich mit dem einen Augenschielen, Bruder, nein danke. Zeichnen, das finde ich cool. Doch, das macht mir auch Spaß. Kann ich aber schon ein bisschen, aber nicht so mega gut. Neuzen, der Ehrenmann, fragt, wo holst du immer die Ideen für die ausgefallenen Rezepte her? Gute Frage. Vieles, also jetzt gerade das mit dem Bauband zum Beispiel. Ich rede heute sehr viel darüber, weil ich das echt sehr geil fand. Das habe ich tatsächlich, als ich in London war, da habe ich mich mit dem Cousin meines Vaters getroffen und der hat uns da so einen richtig geilen asiatischen Laden gezeigt. Das war ein richtig cooler Laden, richtig cooles Restaurant. Und Allergie, let's go. Da gab es auch so Baubands. Also da konntest du dir das selber belegen. Da haben die dir so einen Teller gebracht mit so dem Pulled Pork drin. Die haben dir einen Teller gebracht mit so Gemüse und so Zeugs, bisschen Salat. Die haben dir irgendwie so Soßen gebracht und dann halt die Baubands in so einem Dämpfding drin. Ja, und da habe ich das zum ersten Mal gegessen und ich habe da letztens dran denken müssen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin wieder, aber keine Ahnung. Und das mit den Asia-Tacos war tatsächlich... Also Asia-Tacos habe ich mir tatsächlich... Ich wusste nicht, dass sowas existiert. Ich habe einfach mal... Ich kam auf die Idee, habe gedacht, ey, das ist doch bestimmt voll die geile Kombi. Wenn du einfach was Asiatisches in einen Taco reinmachst, ist doch bestimmt auch geil. Und habe mir ein bisschen überlegt, was man reinmachen könnte. Dann habe ich auch noch ein bisschen rumgegoogelt und habe dann da ein bisschen nochmal geschaut, wie macht man dann da den Tofu vielleicht am besten und was weiß ich. Aber letztendlich hat mir das eigentlich nur ein bisschen mehr so die Absicherung gegeben oder eher so die Bestätigung, dass es funktioniert, so ein bisschen, wenn ihr versteht, was ich meine. Also vieles ist so Inspiration, die ich mir schon irgendwo geholt habe. Vieles ist aber dann auch, also große Teile davon überlege ich mir doch einfach selber, wie ich das mache. Also wenn ich dann irgendwie eine Idee habe, was da noch irgendwie rein kann, ich koche eigentlich so nie hundertprozentig ein Rezept. Auch wenn ich ein Rezept habe, es gibt immer noch so drei, vier Sachen, die ich noch irgendwie anders mache. Will.j oder Will.j? Will J. Digga. Fragt, hast du in Zukunft vor, von Twitch/YouTube zu leben oder ist das primär nur ein Hobby? Also ich mag tatsächlich meinen Job, den ich aktuell noch habe, extrem gerne. Also ich hätte überhaupt kein Problem damit, das für mein Leben lang zu machen. Also macht mir ziemlich Bock. Wenn YouTube/Twitch sich als Haupteinnahmequelle entwickelt, wäre das natürlich geil. Und darüber würde ich mich auch freuen. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn das mein Leben lang ein Hobby bleibt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also es ist nichts, von dem ich sagen muss, okay, das muss was werden, damit ich einen schönen Job habe. Sondern ich habe einen tollen Job, der mir jetzt schon gefällt. Oder eine tolle Ausbildung, ja gesagt. Und ja, ist irgendwie ganz schön, wenn man dann noch ein paar Hobbys an der Seite hat und das ist es halt aktuell. Eragon fragt, magst du Schupfnudeln? Ich liebe sie, Digga, Schupfnudeln, geil. Mit Apfelmus. Da habe ich tatsächlich mal ein Video zu gemacht, oder? Honey fragt, was oder wer ist Mai? Ein schlafendes Hündchen. Schläft, das ist nicht süß. Ich würde sagen, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich habe alle eure Fragen beantworten können und einige von den Fragen habe ich gar nicht mit in das Video reingenommen, weil ich die tatsächlich auch schon in meinem letzten Q&A beantwortet habe mit Thomas zusammen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Mai freut sich auch drüber, gell, Maichi? Du freust dich auch drüber. Ja, du Haarmonster, die haart so viel, das ist nicht normal. Und haut rein. Gell, Maichi.